Ein 1,0 Abi. Ist es den Aufwand wert? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Genau dieser Frage gehen wir im heutigen Video nach. Legen wir los. Was waren damals meine Beweggründe, ein 1,0 Abitur zu erreichen? Das waren insbesondere drei Stück. Erstens, schon damals war mir klar, dass ich zu McKinsey gehen möchte, einer Strategieberatung. Und sehr gute Studienleistungen reichen eben nicht aus, um dort den Einstieg zu schaffen, sondern man benötigt auch gute bis sehr gute Noten im Abitur. Zweitens, ich komme aus einer relativ einkommensschwachen Familie. Das heißt für mich, ich wollte damals unbedingt ein Stipendium haben. Sehr gute Noten helfen hier. Drittens, für mich war klar, wenn ich an die Universität Mannheim gehe, dann werde ich dort mit den besten BWLern zusammen studieren und eben auch konkurrieren, um die bestmöglichsten Leistungen zu erzielen. Deswegen war für mich klar, es reicht nicht aus, nur gute bis sehr gute Noten zu schreiben, sondern ich muss die besten Noten überhaupt im Abitur schon zu erzielen, um die Grundlage für einen sehr guten Studienabschluss zu schaffen. Deswegen war auch mein Ziel, nicht ein 1,0 Abi zu erreichen, sondern vielmehr immer 15 Punkte zu erzielen. Nun kommen wir zu den tatsächlich relevanten Gründen, warum man ein 1,0 Abitur erreichen sollte. Grund Nummer 1 ist, für bestimmte Arbeitgeber, für den Berufseinstieg in bestimmten Berufen ist das eine notwendige Voraussetzung. Nicht ein 1,0 Abi, aber schon ein sehr gutes Abitur. Und wenn du ein sehr gutes Abitur für bestimmte Einstiegsjobs nicht mitbringst, dann wirst du den Berufseinstieg in diesen Jobs nicht schaffen. Das gilt insbesondere für die Strategieberatung, für das Investmentbanking, für Private Equity und anderen Bereichen, wo die Jobs eben sehr, sehr kompetitiv sind für den Berufseinstieg. Das heißt jetzt nicht, wenn du jetzt kein sehr gutes Abitur erzielst, dass du dort in diesen Jobs nicht Fuß fassen kannst, aber es erschwert dir ungemein den Berufseinstieg. Das heißt, wenn du jetzt nicht so gute Noten im Abitur erreicht hast oder erreichen wirst, dann musst du irgendwie über Ecken und einem späteren Einstieg dort deinen Eintritt finden. Ein zweiter Beweggrund, und der hat mich dann im Nachhinein auch sehr stark angetrieben, ist es, eine persönliche Zufriedenheit zu schaffen, Selbstbewusstsein. Zu wissen, dass man sein Bestes gegeben hat bzw. geben wird und ganz unabhängig vom eigentlichen Ergebnis, idealerweise ist das dann auch ein 1,0 Abschluss, schafft man es, sich selber zu beweisen, dass man es eben kann, dass man sein Bestes gegeben hat. Drittens, du schaffst hier Zugang zu Universitäten und Studiengängen, die besonders stark umkämpft sind. In Deutschland ist das insbesondere das Medizin- und Psychologiestudium, aber wenn wir jetzt außerhalb von Deutschland schauen, auf die Elite-Unis schauen, insbesondere in Großbritannien, in der Schweiz oder in Frankreich und Italien, Bocconi, HEC und so weiter, dann brauchst du hier sehr, sehr gute Noten im Abitur. Wenn du die nicht mitbringst, dann wird es ziemlich schwierig, dort reinzukommen. Des Weiteren ermöglicht dir ein sehr gutes Abitur, mit den akademischen Herausforderungen besser umzugehen. Das habe ich rückblickend enorm gemerkt, dass es mir sehr viel einfacher fiel, sehr gute Studienleistungen zu erzielen, weil ich eben schon Abitur gelernt habe, wie ich mit Lernstoff umgehe, der mir jetzt nicht besonders viel Spaß macht oder der mir jetzt nicht besonders liegt, wie ich damit umgehe, möglichst effizient und effektiv zu lernen und wie ich ideal die Leistungen auch abliefern kann. Weil wenn du im Studium besonders gut sein möchtest, dann reicht es nicht, nur viel zu lernen, sondern du musst auch lernen, wie du möglichst effektiv lernst und wie du das, was du gelernt hast, auch aufs Papier bringst, also in der Klausur dann auch abliefern kannst. Schließlich hilft dir auch ein sehr gutes Abitur, tatsächlich besser und mit höherer Wahrscheinlichkeit Stipendien zu erhalten. Bestimmte Stipendien setzen es voraus, dass du sehr gute akademische Leistungen erzielst bzw. im Abitur sehr gute Noten erzielt hast. Dementsprechend hilft dir das ungemein, diesen Zugang zu bestimmten Stipendien zu schaffen. Auch für ausländische Stipendien ermöglicht dir das deutlich einfacher, da reinzukommen. Das heißt jetzt aber nicht, nur weil du jetzt nicht die Top 10% Leistung erreicht hast im Abitur, wenn du jetzt kein super gutes Abitur hast, dass du automatisch kein Stipendium bekommen kannst. Aber es hilft wirklich ungemein. Das kann ich so aus den letzten Jahren definitiv bestätigen. Rückblickend betrachtet, hat es sich gelohnt, ein 1,0 Abitur anzuvisieren? Ich würde sagen, definitiv ja, aus insbesondere drei Gründen. Erstens, durch das 1,0 Abitur habe ich tatsächlich einfacher sehr gute Noten erzielen können im Studium, hatte dadurch mehr Zeit für andere Dinge und hatte dadurch weniger Druck und weniger Stress. Zweitens,
Durch das sehr gute Abitur und weil ich eben mehr Zeit hatte dann im Studium, war es mir möglich, Praktika zu machen, war es mir möglich, mich ehrenamtlich zu engagieren und war es mir möglich, die notwendige Zeit zu investieren, um eben meinen Traumberufseinstieg zu schaffen. Ich bin nämlich dann tatsächlich bei McKinsey & Company als Strategieberater eingestiegen vor einigen Jahren. Drittens, das sehr gute Abitur hat mir direkt eine Einladung zu Beginn meines Studiums für das Auswahlseminar der Studienstiftung des Deutschen Volkes beschert. Damit habe ich schon zu Beginn des Studiums eines der besten Stipendien überhaupt erhalten und konnte mir damit mehrere 10.000 Euro sichern, um komplett durch das Studium finanziert zu sein. Und ja, das war es mir wieder vom heutigen Video. Schau doch mal hier in dieses Video. Hier erzähle ich dir von den Top 5 Dingen, die ich gerne vor meinem Uni-Studium gewusst hätte und mit dem heutigen Wissen auf jeden Fall Anlass tun würde. Klick doch mal rein und dann sehen wir uns dort wieder.